Willkommen zurück zu Miitopia! Ich habe ein bisschen jetzt gelevelt, ich habe meine ganzen Tickets ausgegeben. Ich zeige nur kurz die ganzen Level, die ich hier habe, weil ich bin mir gerade nicht wirklich sicher, wie es in der letzten Folge aussah. Man könnte es aber ganz easy vergleichen. Und ihr wollt neue Sachen. Einen Winkelmesser. Dein Ernst? Nein! Nein, ich wollte den Winkelmesser! Schade. Eine Billardkugel. Für mehr Glück oder was? Na gut, dann müsste es ja eigentlich die 8 sein und nicht die 9. Mensch, Magier, was soll denn das? Dann halt nicht. Und wir haben noch ganz viel Essen, was weggefuttert werden kann. Und das hier wird höchstwahrscheinlich die letzte Folge von diesem Gebiet. Schwert-Sashimi. Ein scharf geschliffenes Schwert schnitt dieses delikate Sashimi. Babynahrung ins Doppelstellchen. Hey, das ist wirklich lecker. Und die Schüssel war gleich mit dabei. Okay. Babynahrung. Erwachsene essen das ja auch. Aber das ist doch für Babys. Sturmlimo. Zitronensprudelig gerührt im eleganten Designerglas. Ja? Ist das so? Also okay. Babynahrung. Nicht so. Ja, stelle ich mir auch nicht so lecker vor. Und die andere? Die ist ganz okay. Schwert-Sashimi? Überhaupt nicht. Und das ist ganz okay. Was die anderen Sachen müssen wir noch probieren? So, jetzt hat das jeder probiert. Du magst das, aber du bist voll. Das mag natürlich keiner. War klar, dass ich von den Dingern irgendwie wieder mal was hab. Wir gehen jetzt weg hier. Komm, du isst die jetzt, damit du hier Abwehr plus hast. Und dann ist es auch schon weg. Ja, und ist alles satt. Toll. Dann weiter geht's. So, für die, die letzte Folge nicht gesehen haben, werden jetzt sehen, wo wir gerade stehen geblieben sind. Hier. Und doch, hier geht's weiter. Moment, ist das der Weg? Hey, ab hier hört das Screen auf zu scrollen. Ich glaube, hier ist das Ende. Ja, bevor wir das auf jeden Fall machen, machen wir oben und unten erstmal. Und ich entscheide mich jetzt random einfach 50-50 erstmal unten anzufangen und dann oben. Hat keinen Grund. Ich reiz zusammen mit. Buddy! Aber wir sind runtergefallen. Denn hier ist ein Haufen Gegner. Bam! Die alle erstmal verprügelt werden wollen. Aber erstmal tanzen. Bam! Autsch. Stup. Oh, neue Technik. Laser. I'm a firing my laser. Bam. Wow, cool. Ja, ich fand's auch mega cool. Gut gemacht. Wow, das war halt wirklich richtig cool. Pff, nice. Mehr davon. Bam, 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 bam. Und wir werden heute auch noch die... Nice, level up. 900 Gesichter schaffen. Teestunde gelernt. Magische Ruhe stellt deine MP und die eines Freundes wieder her. Wir trinken ein bisschen Tee. Ja, beim Kampf. Schön. Schön, schön. Man muss sich ja auch mal was gönnen, ne? Die Blumen sind so schön. Ich blühe richtig auf, wenn ich dich ansehe. Danke. Weißt du, Girlfriend? Noch schöner als Blumen sind deine Komplimente. Die verteile ich gerne. No, ihr Süßen. Kuschel miteinander. Ein Goldbloing. Wir dürfen sich entfliehen. Wir brauchen das Geld. Auch wenn wir schon über 2000 Gold gerade noch haben. Geld ist immer gut. Ein Gesicht, komm schon. Ein Gesicht fehlt noch für die 900. Wir werden bald die 10.000, ja 10.000, ja das soll nur noch ein bisschen dauern, aber die 1.000 werden wir bald erreichen. Oh, es wird dunkel. Oh, es sieht voll schön aus im Dunkeln. Wollen wir mich noch ein bisschen quatschen? Bunny redet so mit sich selbst. Das Bett ruft. Oh ja. Ich halte Wache. Und zwar mit Zahnpasta, versteht sich. Oh. Das ist nicht fair, Mike. Dann will ich auch.
Wieso halten wir nicht alle zusammen wach? Yay! Wir bleiben alle die ganze Nacht wach. Machen Party im Wald. Oh, das sieht so schön aus. Und dann kam der Morgen. Und schon wieder haben wir das Zelt aufgemacht, ohne dass da jemand schläft. Ach! Na egal, hier ist das Ende. Ja, wozu noch ins Gasthaus? Level 10 mit Prinzessin erreicht. Na, ihr seid schon Level 4 miteinander. Nicht mehr Level 0. No, no. Jetzt quatschen die da noch. Komm, beeilt euch, wir weitermachen. Obwohl, ich kann noch ein bisschen Essen verteilen, tatsächlich. Das können wir noch machen. Yeah. Level 10, Freunde. Komm mal zu mir. Kriegst was. Den Wollpanzer, den du unbedingt haben wolltest zu Weihnachten, den kriegst du hier. Naja, weißt du was? Du kriegst ihn doch nicht. Kriegst nur die Werte davon. Na, jetzt habe ich ihn ja schon gekauft. Ziehst ihn einfach unter deinen Klamotten ein, damit du die Werte hast. Dämonenkostüm. Warte, wie viel kostet's? 1100. Oh, da fehlt mir noch ein bisschen Money. Tut mir leid, GF, du musst noch ein bisschen warten. Sturmlimo-Sternchen, frisch gepresster Zitronensaft, erfrischt nach einem langen Tag. Ja, da kann Mike zustimmen. Golemsteak, gönn dir! Mehr Angriff, yeah! Du auch. Braucht die Prinzessin überhaupt? Ja, doch. Eigentlich schon, warum nicht? So, magst du das? Nee, schade. Aber ich mag das. No. Unglaublich. Mag niemand. Haben noch nicht alle probiert. Das Bratgreifchen. Okay, ganz okay. Das mag auch niemand. Ist das noch nicht. Ach. Geht nicht mehr. Ja. Ja, habt ihr alle nicht probiert, aber wollt auch nichts mehr. Dann weiter. Dann gehen wir jetzt wahrscheinlich erstmal nach oben den Weg lang. Es sind alle Level 10. Perfekt. Komm, wir können den Endboss machen. Let's go. Ja, okay. Ja, es geht hier auf jeden Fall weiter. Hier ist wahrscheinlich kurz vom Endboss oder so. Machen wir noch trotzdem noch dieses Level hier oben. Einfach für die Completion, für die 100%. Machen wir das hier oben noch. Vielleicht ist hier auch noch eine kleine Cutscene. Wer weiß. Mehr oder weniger schon. Okay. Ihr wollt mir erzählen, ihr habt Nacht durchgemacht. Dann wart ihr im Hotel und dann wollt ihr jetzt hier schlafen. Wow. Und oh 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 oh, eine Furie. Die machen immer One-Hit. Ja. Die machen immer 999 Damage. Die machen. Nicht weinen, Bunny. Oh. Müssen die schnellstens umbringen. Oh, 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 oh. Ich kann nur noch mit Streuern helfen. Ich belebe mich, weil ich habe. Ich weiß, was ich habe. Ich will einfach nur mit angreifen. Komm, das Ding ist gleich down. Bam. Nein, ich mach so viel Damage. Angriff, Angriff, Angriff. Yes. Und das war unser 900er. Kill! Und damit haben wir nun gleich was erreicht. Noch ein Gegner. Die wollen uns echt nicht zum Ende lassen. Ich will heute in dieser Folge das alles durchkriegen hier. Ja? Komme! Was? Nee, warte, bevor ich jetzt den Streuer benutze, tatsächlich benutze ich dann doch lieber die Magie. Auf Bunny. Full Heal. Genau deshalb, weil dann so ein bisschen was hochsteigt. Oh, was? Leute, schützt. Die sind ein bisschen wie wir. Auch Teamkameraden. Trotzdem müssen wir sie besiegen, weil sie uns im Weg stehen. Deshalb. Weg mit dir. Einer ist down. Die anderen beiden folgen zugleich. Bunny bräuchte eigentlich mal Abwehr. Ja, Abwehr wäre ganz gut für sie. Bam, 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 bam. La! Angriff! Bam, bam. Warum auf dem Gegner? Warum nicht auf den anderen? Der andere hat noch so viel Leben.
Rauf da, rauf da, rauf da! Rauf da! Bam! Na, kommt schon! Ja, 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 wir helfen alle mit! Perfekt! Bam, 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 verprügelt und er ist down. Nice! Noch mehr Babynahrung. Okay, warum auch immer. Hier müsste das Ende sein. Ja. Hier ist noch eine Truhe, bevor wir es wenden. Mit einem Bratgreifchen. Sternchen, Sternchen. Aha. Wollen wir noch mal ein bisschen Essen verteilen? Mal wieder. Und Brief halten. Lieber Mike, ich habe ein geniales Quiz für dich. Der per Post geht das aber nicht. Finde mich, den einzigen waren Quizfreak. Oh, danke für die Tickets. Ja. Du hast jetzt 900 Leute gerettet. Die Macht des Horst. Statt 240, 260 HP. Statt 80, 100 MP. Hohoho, gut gemacht. Bei 950 kriegst du noch einen kleinen Bonus, bevor du dann die 1000 erreichst. Okay. Die werden wir in dieser Folge leider nicht mehr erreichen. Bin ich mir sehr sicher. Hey, hör mal zu. Was ist denn? Ich habe neulich etwas über Bunny gehört. Was? Ehrlich? Ja. Boah, hab ich nie gedacht. Aber es ist wahr. Bunny hat gepupst. Nein, keine Ahnung. Oh. Diese Musik. Bam, bam. So, ihr seid Level 11 Freunde statt Level 10 Freunde. Okay. Gut. Euch kann ich nichts mehr kaufen. Aber ihr könnt noch vor allem noch ein bisschen etwas essen, ja. Unverzichtbarer Bestandteil des Menüs, die Füllung ist einmalig. Bekömmlich mild im Geschmack mit Gemüsestücken. Ja, schmeckt das? Bist du der Jüngste hier? Young Mike. Vom Namen her bist du sowieso der Jüngste. Das mochte niemand. Das weiß wieder nicht. Doch, sie mag es ganz nett finden. Was sagst du denn zu den Tomatennudeln? Oh, die sind ganz nice, ja, sagst du? Alle außer Young Mike mögen sie. Ja, MP. MP, MP. Du hast ziemlich wenig MP. Du bräuchtest sie eigentlich auch, ne? Hm. Trink mal. Nicht so. Schade. Die Plankwurzeln. Können sie sie noch verspeisen, ja? Ja, du kannst sie noch. Aber magst du nicht. Ja. Gut, die eine hier für sie. Und dann gucken, was sie mit der letzten machen. Vielleicht behalten wir sie auch. Ja. Auf geht's. Wir wollen nicht zu lange die Zeit verblättern hier. Wir wollen es beenden hier. Let's go. Abkürzung. Nice. Ja, let's go. Let's go, let's go, let's go. Vorspulen. Schnell, schnell, schnell. Wir wollen keine Zeit verlieren. Es macht seinen Spaß auf diesen riesigen Lotusblättern blättern zu laufen. Oh ja, es macht die ganze Zeit Boing Boing und Flop Flop und so. Aber es ist auch ganz schön anstrengend. Das ist wohl wahr. Aber sieh's mal positiv. Das erspart uns den Gang ins Fitnessstudio. Ach, wieder wahr. Na, dann ist doch gut. Dann freut euch doch. Wie stabil die vor allem sind, dass man einfach als... Dass da einfach vier Menschen und ein Pferd drüber laufen können. Und ja, dieses Level darf ich zweimal machen mindestens. Toll. Sowas finde ich ja immer super. Was macht der Pogel hier? Weg mit dir! Das ist One-Hit! Was macht der? Der gehört hier nicht hin! Weg mit dir, du Vogel! Bam! Nice! Wir sind gleich wieder Level Up, sehe ich gerade. Schön! Ja, ich darf dieses... Schön noch kurz für Ende ein Level, was ich mehrmals machen darf. Ja, aber dann schneide ich euch raus. Außer es gibt Kisten. Ich schneide euch noch kurz rein, aber. Ey, come on, Spiel. Du weißt, dass ich das hasse, Spiel. Hier ist das Ende, oder? Nein, natürlich noch ganz am Ende ein Gegner. Ja, ich darf das hier noch irgendwie dreimal oder so machen, das Level. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Bock und so. Ja, komm. Heulen wir nicht drüber. Beeilen wir uns. Die Kämpfe hatten wir schon so oft. Ich will was Neues sehen. Neues Gebiet. Bam. Ja. Perfekt.
Oh, HP-Sauger gelernt. Sauge Lebensenergie eines Gegners ab und wandle sie in HP um. Handelt es sich letztens mit MP? Blutsauger und Blutsauger. Okay, interessant. Hm? Wo ist Girlfriend? Oh, wir müssen ohne sie kämpfen. Was ist das bitte nochmal für ein letztes ekelhaftes Level, was nur schön nochmal Zeit raubt, die wir brauchen. Ich will nicht die nächste Folge nochmal hier in diesem Gebiet sein. Nicht, dass das Gebiet schlecht ist. Wie gesagt, ich finde ja das mit den Seerosenblättern ja alles voll schön, aber es wird Zeit für was Neues. Bam. Komm der. Nein, 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 nein. Schön schnauben. Genau, jetzt noch der eine da. Gut gemacht, Bunny. Yeah. Du auch noch Level up. Schön, jetzt sind wir alle Level 11, glaube ich, oder? Kann das sein? Kann das sein? Bam, bam, bam. Level 15. Cool, und wir talken sogar. Yeah, Training! So, dann noch ganz schnell Bunny hier mit Zahnpasta. Naja, bliblablub. Aha, cool, ja, okay, ja, schon gelaunt, ja. Level up auf 9. Schmusewange gelernt. Und jetzt kannst du wieder zurück. Er wird irgendwas haben. Du willst was haben. Wollblume. Oh Gott. Oh Gott, nein. Nur für die Werte. Wie so ein Weihnachtsmann. Nein, danke. Nur die Werte. Sind wir auf 58 jetzt. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ist bestimmt was Gutes. Ja. Auf geht's. Sehen wir nochmal ganz kurz, ob das wirklich hier das letzte Level ist vom Boss. Ich denke aber schon. Ich denke aber sehr, sehr... Ja. Ja, das ist 100% der Boss. Ja, ihr dürft sehen. Unten wird es wahrscheinlich nochmal eine Abweggabelung geben. Also... Bis gleich. Kiste, ganz, ganz unten. Mit ein paar... Ui, Bunny hat ein Geschenk gekauft. Für Girlfriend. Danke. Einwegzahnbürste. Ja, schick, schick. Schön. Level 5. Chest. Bisschen Geld. Nice. So, die beiden nochmal auf Level 16 gebracht. Die beiden nochmal auf Level 10 gebracht. Und die letzte Truhe hier. Ein Bonbon. So, hab das Level jetzt durch und jetzt kann ich noch ein bisschen was kaufen. Matrosenkleid. Perfekt. Matrose, Mond kriegt ihr Matrosenkleid. Besser geht's nicht. Oh, was? Ich kann nur die Krawatte ändern? Das Kleid muss so? Okay. Das ist ein bisschen enttäuschend. Aber naja. Trotzdem hübsch. Na gut, ich mag sowieso schwarze Kleider. Das sieht schön aus. So, und du willst noch deinen Süßkram-Pieks. Wenn du ihn unbedingt haben willst, dann kaufe ich ihn dir. Bam, 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 badam. Aber brauchst ihn ja nicht ausrüsten. Also, nicht kosmetisch ausrüsten, ne? Naja, egal. Ich kann noch ein bisschen das Spiel zocken, aber ich habe keinen Bock. Ich habe Bock auf das Finale. Let's go! Ist der Hype? Ich weiß es nicht. Für mich auf jeden Fall. Let's go. Das wird sehr, sehr wahrscheinlich der Boss sein. Der Endboss von Elfenreich. Hilfe, Schwester! Saldo, wo bist du, Liebes? Sie muss da drüben sein. Bleib, wo du bist, ich komme. Let's go, let's go, let's go! Hoffentlich geht's allen gut. Sie ist hier! Nein! Doch nicht etwa ein Gesicht auf dem Bauch! Ein Soldo-Frosch. Es ist der Soldo-Frosch. Und die Musik ist geil.
Nein, nicht verträumt sein. Obwohl. Ja. Erstmal die kleinen Handlanger, glaube ich, zerstören. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Yay. Ja, ein bisschen Vorsprung kann ich ja schon. Das wird zu lahm sonst. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, hat so viel Luft. Wir müssen auf ihn draufschlagen, glaube ich, damit er nicht so eine Riesenattacke macht. Oder? Oder macht er so oder so? Aua. Wie das aussieht. Oh Gott. Auf da! Bam! Oh Gott, er hat uns angespuckt. Und wieder. Boah! Aufgespießt! Bam, 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 bam! Diese Attacke da von Young Mike, die hat bisher hat die noch nie irgendein Teammate getroffen. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Er passt halt drauf auf, wie er aimt. Der krasse Aimer. Bam, bam! Oh nein! Oh, pfuh, wie stinkt! Oh Gott! Das gestunken hat. Meine Güte. Oh, müssen Doldo schnell befreien. Die Hälfte schon weg. Die Hälfte schon weg. Es läuft gut. Wir haben super viele Heil-Items. Ich kann auch noch mal heilen, wenn ich will. Oh, er nimmt Luft. Er nimmt Luft. Leute, müsst aufpassen. Das macht richtig viel Damage. Das macht ungefähr die Hälfte bei jedem oder so. Wenn ich es richtig gesehen habe. Hier, deine Belohnung. Bam. Ich mag das Kleid irgendwie von Bunny. Das ist nice. Auf Schuss, plus 2! Junge, das hat richtig viel Damage gemacht. Bam! So, nochmal ganz viel Damage. Bisschen nachspritzen. Nein, 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 nein. Bunny, nein! Ich muss Bunny heilen. Total verschwitzt die Kleidung. Okay. Na, jetzt brauche ich doch nicht mehr heilen. Jetzt aber auf da! Es ist das Down! Zeit für ein Päuschen. Teestunde. Möchte jemand Tee? Hui! Wie niedlich. Ja, die Animation kennt man schon, aber trotzdem niedlich. Bam! Jawoll! Und das war's! Merci vielmals! Wir haben Soldo gerettet! War das jetzt der Endboss von diesem Gebiet oder kommt da noch einer? Ich glaube, das war der Endboss, aber warum haben wir ihn mit Bravo gemeistert, sag ich mal? Froschsaft, Sternchen, Sternchen. Seht euch das an! Weg ist es, das Gesicht von Soldo! Anscheinend ist es zum Dorf zurückgeschwebt. Stimmt, so muss es sein. Was für ein Glück. Dank dir ist die Sicherheit. Ach, gern geschehen. War ja klar. Hey, lass dir diese Chance nicht entgehen. Ich bin Mario, der Wanderfotograf. Fragst du das Fotografen, was ich gemacht habe? Ja. Vielen Dank, jetzt machen wir ein Vergnügen. Yahoo! Bye, Mario. Ich glaube, die Folge mache ich vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich guck mal. Ansonsten schneide ich sie einfach mittendrin ab. Und ja, genau. Ach komm, keine Lust hier irgendwas zu machen. Komm, ich will sehen, wie es weitergeht. Storyweise. Bin gehypt. Let's go. Das letzte Gesicht haben wir nun auch nun gerettet. Wollen wir doch mal sehen, was sich jetzt tut. Wir müssten ja jetzt eigentlich einen geheimen Pfad zum Vulkan finden, oder? Jetzt, wo alle drei wieder beisammen sind. Alle drei Schwestern. Los, los, keine Zeit verlieren. Go, 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 go. Bam, bam, bam. Das war auch Zeit. Okay. Puh, sowas macht, möchte ich nicht nochmal erleben müssen. Danke, Schwesterherz. Du hast auch gute Arbeit geleistet, Herzchen. Nimm das und setz es mit Bedacht ein. Törtchen, geil. Du hast alle schon Gesichter gerettet. Ja, mal wieder.